glaube, der Turm ist gleich down. Wird es wahrscheinlich nicht aushalten. So, mal ganz kurz geportet. Kostet mich das eigentlich Mana? 80 Mana, 65 Mana, 50 Mana, 100 Mana. Boah. Ein Mana-Verschleiß, ey. Tja, das hat nicht viel gebracht. Schade. Ich dachte, ich krieg's jetzt eventuell. Sah jetzt nicht so aus, als wenn sie mich besiegen könnte. Mit der Halluzination hätte ich sie bestimmt gekriegt. Es tut mir leid. Aber nach der Aktion. Also für die, die es nicht gerafft haben, was es passiert ist. Die beiden haben halt behauptet, sie wären die absoluten Bremader. Was vielleicht an sich auch hinbehauen möge da jetzt. Allerdings ist natürlich, wenn kein weder Blitzcrank, also weder Supporter noch ADC auf der Bot ist, dann ist die Bot natürlich verloren. Wie ihr hier bei mir und Wolke seht. Jetzt ist der Wolke natürlich noch AFK. Das heißt, das wird ein sehr lustiges Spiel. Ich habe es eigentlich trotzdem mit aufgenommen, weil ich halt mal Jacko zeigen wollte. Wir werden gleich sehen, wie es endet. Ich bin jetzt mal AFK. Ich bin jetzt mal unsichtbar geworden, weil das ja den Angriff steigert, wenn er rauskommt. Jetzt ist er mittlerweile für. Ja, der Bereich wird ein bisschen größer, was aber nichts Besonderes. Jetzt hole ich mir mal ganz kurz hier den Blue Buff. Ich habe ja zum Glück immer noch den Smite dabei, das heißt, es geht noch. So. Mittlerweile mache ich auch ganz gut Schaden eigentlich. So, kritischer Schaden. Und du bist auch down. Wunderschön. Und dann holen wir uns den nächsten. Ich habe nicht mal den Dings verbraucht. Das war, glaube ich, nicht von hinten, aber es war auf jeden Fall. So, ich habe noch einen Teufel hin. Und dann haben wir es. Denn wir wissen ja bekanntlich, der Teufel steckt im Detail. So. So, was hier das Vieh noch? Teufelchen hinstellen. Und der letzte. Flips. Hier sieht es auch ganz cool aus. Wie viel Mana der dazu bekommt, der Herr? Oh mein Gott. Schade, ich dachte, ich krieg sie. Ich hab sie noch bekommen. Oh mein Gott, ich habe sie noch bekommen. Das ist ja jetzt mal nice. Oh mein Gott, jetzt habe ich Schaden. Geil. Also im Vergleich zu vorher. Der Wolke hat jetzt den Report vom Spiel bekommen. Das ist natürlich unschön, das heißt, der war jetzt 5 Minuten lang AFK. Ja. Er hängt mit dem Level auch ein wenig zurück. Es geht momentan noch, wenn er jetzt reinkommen würde. Obwohl. Ja, so ist Level 13. Die Top kriegt gar nichts hin. Ein Turm hat sie gekillt. Gut, hat sie mehr als ich geschafft, aber. So. Oh, hier noch ein bisschen Viecherblatt, da, hier noch, genau, da. Und da noch. Sehr schön, und dann gehen wir in die mit wieder. Schauen wir mal, habe ich das Dings wieder da, gell? Genau, du bist wieder hier. Bam. Das macht kaum Schaden bis jetzt. Ach, der kriegt dein Leben wieder dazu, stimmt. Sehr schön. So, da haben wir den gekillt. Jetzt haben wir zu den Wölfen jetzt. Oh ne, ich geht hier lang. So. Das wird. Der Wolke ist wieder da. Das hab ich jetzt beinahe gar nicht mitgekriegt. Ja, lieber Wolke, du solltest dich jetzt beeilen, denn du bist nämlich 3 Level unter uns und.
Liebe Leute, Treppen sind anstrengend, sag ich euch. Yay, ich habe wieder einen gekillt, auch wenn ich wieder gestorben bin. 3 zu 6 steht's bei mir. Und ich kann meine Ulti skillen, das ist natürlich nice. Also langsam geht's bei mir, ich habe jetzt 180 Angriff. Und am Endgame ist Chaco ziemlich gut, glaube ich. Vor allem, da er wirklich sich ein bisschen nach vorne porten kann, dabei seine Gegner angreifen kann. In der Flucht ist das bestimmt auch ziemlich nützlich. Jetzt wäre es natürlich klasse, wenn du schnell... Was? Eigentlich beenden. Weil? Weil meine nette Mutter möchte, dass wir jetzt offen reden. Weil ja. Ach, so laut ist. Ach so, ja, die Aufnahme beende ich trotzdem nicht. Das geht ja weiter, die Aufnahme. Du redest dann halt nicht mehr. Ich kann ja jetzt die Aufnahme nicht einfach beenden. Weißt du wie? Ja, nee. Weil wir müssen den Sprachchat der eh beenden, wenn du... Weißt du? Ja, dann kannst du das jetzt mit meiner Mutter und so immer rausschneiden. Du musst ja nicht ganz YouTube grüßen. Du bist ein Witzbold. Ja, ich probier's. Also für alle Zuschauer, die sich gerade gewundert haben, ich habe jetzt hier an der Stelle was... Ich habe jetzt hier an der Stelle was rausgeschnitten. So, okay. Wir sind dann jetzt alleine, der Wolke geht jetzt, der spielt noch mit weiter, also nicht wundern, der bleibt hier, aber der geht aus dem Sprachchat raus. Na gut, wie ich denn? So, ist er schon da mal eingekillt wieder. Das ist immer die Ari, die an mir reckt. Und dann reck ich an Ari oder an jemand anderen. Egal, aber ich kille Gegner, das ist schön. Das Lustige ist, ich kann den Sprachchat nicht ausmachen, weil ich das Spiel nicht runterlegen kann. Warum kannst du das Spiel nicht runterlegen? Du kannst ja ganz einfach Strück Alt mal, Strück Dings machen. Ja, ich weiß nicht, öffnet sich hier mit Task Manager, aber... Nein! Das Spiel nicht wieder ein. Alt und Tabulator. Gleichzeitig. Bis denn, tschüss. So, jetzt habe ich mich gleich mal ein bisschen vorgebordet hier. Ach, und jetzt wird das Spiel auch wieder leise, lauter. Das lag am Wolke. Weil mein... weil ich dann automatisch als andere leiser stelle. Das ist mir doch direkt sogar ein bisschen zu los. Ich kann es halt nicht umstellen. Und da habe ich die Ari wieder getötet. Jetzt seht ihr mich. Jetzt seht ihr mich nicht. Und go. Den habe ich gesehen. Ohoho, das war jetzt nicht so gut. Ja, der achtet wahrscheinlich, weil ich in den Turm rein bin. Dann sieht man mich wahrscheinlich. Höchstwahrscheinlich ist das so. Was mach ich denn jetzt? Jetzt könnte ich theoretisch... Ein Gegner verfällt im Blutrausch. Ich verkaufe lieber nichts, weil mit dem bisschen, was ich habe... Habe ich echt noch keine Schuhe. Ich habe noch keine Schuhe an. Und eine sehr schlechte Score, wie man meinen möchte. Der Wolke, der sieht auch nicht wirklich besser aus. Ist aber mittlerweile schon wieder Level 10. Schlecht, aber ist er. Und ja, die Runde ist halt momentan sehr... Aber ich mag den Chaco irgendwie, der gefällt mir. Sehr OP. Ich glaube, wenn ich in den Dschungel gegangen wäre, wäre ich jetzt ziemlich gut geworden. Aber durch diesen komischen Popar am Anfang. Und da komme ich. Hallöchen. Und hab ich Chaco gekillt? Einen Gegner getötet. Marschieren. Oh, da habe ich zu spät reagiert. Schade. Das wäre jetzt beinahe noch was geworden. So, okay, jetzt habe ich 70 Angriff, 25
kritisch. Nix kritisch, 25 kritisch habe ich. Und ich muss mir angewöhnen, mit Chaco von hinten anzugreifen. Ist ja schwer, sich das in einem Spiel anzugewöhnen, aber ich werde es versuchen. Die Ash ist Level 14, ich bin Level 13, die ist 11. Ruben Level 10, also Wolke. Seid der Angeschmierte. So, haben wir es mal vorgeportet. Ja, das D ist natürlich jetzt mega sinnlos geworden. Ich könnte nochmal in den Jungle reingehen und es probieren. Das wird ein Spaß. Ach süß, ich kann sogar... Ah, so kann man das D natürlich auch nutzen, ne? Ich kann ja ganz einfach durch die Wand porten damit. Los geht's. Das ist sehr intelligent. Flüpp, flüpp. So. Und down. Tada. Das ging schnell. Und dann hole ich mir noch ganz kurz das hier. Und dann haben wir... Und ich habe kaum Leben dabei verloren. Der Chaco ist echt ein guter Jungler, muss man mal sagen. Ich glaube, ich werde den privaten mal ein bisschen öfters ausprobieren im Jungle. Wenn ich nicht gerade Ranked spiele. Jetzt seht ihr mich nicht. Ein kleines Stückchen Leben. Da haben wir mich doch noch bekommen. Schade. Ich spiele sehr offensiv mit Chaco. Moment, das war falsch. Rückgängig. Ich hätte gern lieber die besseren Schuhe. Ja, kann ich mir nicht leisten. Du, 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 du. 6 zu 10, aber ich mache ganz gut Kills eigentlich dafür, dass ich so schlecht bin. Blitzcrank. Jetzt seht ihr mich. Jetzt seht ihr mich. Terminiert. Geht's mal los. In 8 Sekunden kann ich wieder. Es ist halt ein schönes Ding, um mal ein bisschen vor oder weg zu porten. Man muss halt aufpassen, dass man nicht sinnlos verschwendet. Jetzt zum Beispiel könnte ich es als Überraschungsangriff nutzen. Ihr seid der Angeschmierte. So. Habe ich einfach mal so einen Teufel gesetzt. Auf Teufel komm raus sozusagen. Was für ein Mist. Okay, dann werde ich jetzt hier gleich mal noch einsetzen. Also versuchen wir hinterher zu laufen. Der ist ja schon voll aufgelevelt. Mal schauen, was passiert. Der macht gut Schaden. Marschieren, marschieren, marschieren. Da habe ich nicht erwischt. Sie mich nicht erwischt. Der Wolke ist genau neben mir. So, was haben wir hier noch? Einen kleinen Teufel hin. Jetzt seht ihr mich nicht. Und ich hoffe, jetzt kann man nicht angreifen. Das wird ein Schlag. Ein Schlag. Blutrausch. Warum habe ich den jetzt gekillt? Wow, das war gut. Hätte ich jetzt so gar nicht erwartet und ich gehe diesmal auch gleich back und bleibe nicht erst stehen, bevor ich wieder Blödsinn baue. Dann nehmen wir uns mal das Schwert jetzt hier noch, ein bisschen mehr Angriff zu drücken. Sind wir bei 200 Angriff, sieht eigentlich ganz gut aus. So, dam 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 dam. Da war ein Pantheon, ein Lucky Pantheon.
Ah.